Birgit, heute wurde das Gesetz zur Einführung einer sogenannten Hygieneampel beschlossen. Warum war das nötig und was sind die Vorteile für mich als Verbraucher, aber vielleicht auch für die Betriebe? Wir haben ein gutes Instrument geschafft für Verbraucher und Verbraucherinnen, sich schnell und einfach darüber zu informieren, wie gut mein Lieblingsrestaurant oder mein Bäcker um die Ecke arbeitet. Und für die Betriebe ist es die Möglichkeit, über ein Siegelsystem ihre Arbeit darzustellen. Aber vor allen Dingen können sich jetzt die schwarzen Schafe nicht mehr verstecken. Kannst du mal erklären, wie diese Hygieneampel funktioniert? Ja, das kann ich sehr gerne tun. Ampel ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, deshalb benutzen wir Fachleute immer gerne das Wort Barometer, weil entlang der Farben Rot, Gelb und Grün wird in einem späteren Zeitpunkt über einen Pfeil dargestellt, wo in welchem Bereich dieser Farben sich mein Unternehmen befindet, was mich gerade interessiert. Es gibt die Befürchtung, dass Betriebe sich an den Pranger gestellt fühlen könnten. Was sagst du dazu? Als Duisburgerin kann ich nur sagen, dass nach der Pilotphase und nach einem Jahr Hygieneampel in Duisburg diese Befürchtungen durch die Betriebe sich in Luft aufgelöst haben und auch alle mit dem System gut leben konnten. Betriebe waren damit zufrieden, aber auch die Verbraucherinnen und Verbraucher waren zufrieden. Das zeigt auch die hohe Zugriffsrate auf die App, die da begleitend ins Netz gestellt worden ist, appetitlich mit über, glaube ich, 400.000 Zugriffen. Und insgesamt haben eigentlich die Pilotprojekte gezeigt, es ist kein Pranger, sondern ein zusätzliches Siegel für den Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen.